Willkommen zur 24. Episode des Vitamin Berre Podcast. Endlich nach langer Pause ist es wieder soweit. Wir haben eine neue Episode online. Heute mit Björn Köcher und ich bezeichne ihn jetzt einmal als den Bürgermeister von Sankt Bergwee. Was es damit auf sich hat und noch mehr jetzt gleich. Viel Spaß! Heute mal nicht vor Ort, sondern heute sind wir mal online unterwegs und mein Gast, der sitzt gerade in der Küche in Hamburg und das ist nicht irgendjemand, sondern ich bezeichne ihn jetzt einfach mal als den Bürgermeister von Sankt Bergwee. Hallo Björn. Hallo, und das ist genau die richtige Bezeichnung, die du da gefunden hast, weil genau das bin ich. Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und wo kommst du denn her? Also wenn ich mal nicht hier auf der Gemeindeverwaltung in St. Bergwee sitze und da als Bürgermeister aktiv bin, dann verdiene ich mein Geld als PR-Berater. Also ich bin so in dieser Kommunikationsbranche drin. Und die meisten Sachen, die man so in Zeitungen liest, sind ja von irgendeinem PR-Berater irgendwann mal vordiktiert worden. Also die dunkle Seite des Journalismus, würde ich mal sagen. Und mittlerweile 40 Jahren bin ich jetzt auch nicht mehr der Jüngste und bin ehemals in Thüringen geboren. Und dann halt auf verschiedenen Umwegen dann halt irgendwann mal in Hamburg gelandet. Also ich habe in Jena Sport studiert und dann bin ich nach Stuttgart gegangen, habe da erst bei Mercedes gearbeitet und bin von Stuttgart nach New York gegangen, habe da als Fußballtrainer gearbeitet. Von New York bin ich nach München und habe da als PR-Berater angefangen und dann bin ich vor jetzt genau 11 Jahren eigentlich nach Hamburg gezogen. Und jetzt bin ich halt hier. Das ist ja schon eine Weltreise. Ja. Gut, was mich jetzt natürlich auch für den Podcast interessiert, ist dieses ganze Sankt Bergwee. Also deine Website ist ja st-bergwee.de. Wie ist es denn dazu gekommen und was machst du da drauf? Also die Idee ist ja mal so vor 6, 7 Jahren entstanden. Logischerweise ist das Bergwee jetzt nicht in Hamburg aufgekommen, sondern die Affinität zu den Bergen ist halt einfach schon viel, viel länger da. Also ich bin ja im Thüringer Wald aufgewachsen, also war schon mal zumindest so eine Nähe zur Natur und ein bisschen draußen sein und so ein bisschen bergiges Gelände. Ich war dann in München, da hat man natürlich auch eine Nähe nochmal gehabt. Also dieses Gefühl war halt einfach schon lange da, dass man halt sich in den Bergen sehr, sehr wohl gefühlt hat. Und man sagt ja auch, es gibt halt die Menschen, die sind halt eher so auf Berge fixiert, die anderen sind halt eher so auf Meer fixiert. Und bei mir waren es halt eben ganz klar die Berge. Und dann saß ich nun mal dann in Hamburg und bekanntermaßen gibt es hier zwar eine Straße, Hamburger Berg auf dem Kiez, wo man halt gut feiern gehen kann, aber das ist natürlich nicht das Gleiche wie eine schöne Berghütte irgendwo in Tirol oder wo auch immer. Und dann habe ich halt überlegt, was mache ich denn jetzt? Also gehe ich hier weg oder bleibe ich hier? Und wenn ich hier bleibe, wie komme ich mit diesem Bergfeeling eigentlich klar? Und weil ich mich ja sowieso so beruflich auch mit diesem Kommunikationsthema so ein bisschen auseinandergesetzt habe, hatte ich dann halt irgendwann mal die Idee, ich blogge jetzt einfach darüber und schaue, was da passiert. Und Sankt Bergwee ist eigentlich daraus entstanden. Also in meiner Theorie kann ein Münchner oder ein Züricher oder ein Salzburger, diese Menschen können kein Bergwee haben in meinen Augen. Weil Bergwee bedeutet, das ist ja angelehnt an Fernweh oder an Heimweh, das bedeutet, man muss auch wirklich weg von was sein und auch so weg sein, dass es halt eben nicht heißt, ich kann morgen früh losfahren und dann bin ich da und kann diese Leidenschaft irgendwie nachgeben. Also das heißt, man muss schon ein bisschen weiter weg wohnen, um sozusagen dieses Bergwee auch wirklich fühlen zu können. Und ich bin dann halt sozusagen, bin halt weit weg und habe halt auch festgestellt, dass es halt, ich bin ja nicht der Einzige, der sozusagen die Berge liebt, aber eben nicht zwingend da leben muss. Also es gibt halt einfach verschiedene Gründe, warum man jetzt eben nicht eben zwingend in München oder im ganzen Umland Allgäu, wo auch immer leben kann. Weil man halt Familie, Freunde, Job, was auch immer hat. Und deswegen habe ich dann halt überlegt, dann gründe doch halt einfach sozusagen so eine Art digitalen Kurort für alle Leute, die halt sozusagen die Berge lieben, aber eben nicht in den Bergen leben können. Und so ist diese Idee entstanden, weil ja auch viele Orte in den Alpen dann halt sozusagen St. Moritz, St. Anton, wie auch immer heißen, ist die Idee entstanden, einfach St. Bergwee draus zu machen und sozusagen einen kleinen Ort zu schaffen, wo man sich wiederfinden kann. Ja, und das ist halt sozusagen mein persönlicher Ort, wo ich halt
ja dann, wie du ja auch gerne gerade gesagt hast, so ein bisschen als Bürgermeister sehe. Sehr, sehr gerne Gäste aufnehme, weil halt das sind halt die Leser, die halt einfach mal vorbeikommen und entweder häufiger vorbeikommen, weil sie es halt mögen, oder halt eben auch nur einmal vorbeikommen, wie das halt immer in einem Ort ist. Da gibt es halt Leute, die kommen halt gerne wieder, und es gibt halt Leute, die schauen einmal vorbei und dann haben sie es gesehen und dann gehen sie halt wieder woanders hin. So ist halt die Idee hinter diesem St. Bergwehr einfach. So ein kleiner digitaler Ort, der überall sein kann, aber eben weit weg von den Bergen. Sehr cool. Ja. Jetzt haben wir ja in Hamburg, also die Harburger Berge, die kenne ich. Aber das war es ja dann so ein bisschen. Und ich würde es jetzt eher nicht als Berge, sondern als Hügelchen oder als, bezeichnen. Was machst du denn, um jetzt die Zeit bis zum nächsten Bergbesuch zu überbrücken? Also wie stillst du deinen Bergweh? Also nur durch Schreiben oder, also bei mir würde wahrscheinlich jetzt ein riesen Poster hängen oder ähnliches. Wie machst du das? Also es gibt tatsächlich die zwei Varianten. Also ich versuche natürlich echt viel draußen zu sein und versuche auch sozusagen nicht bequem zu werden, so was halt auch schnell passiert. Also kann jeder vielleicht nachvollziehen, der vielleicht auch ein bisschen älter geworden ist und jetzt nicht unbedingt 20 und immer offen steht und man die verrücktesten Sachen machen kann. So, wenn man älter wird, Familie hat, und das ist jetzt bei mir vielleicht nicht der Fall, aber trotzdem Job, Alltag und so weiter, und man fühlt sich auch manchmal ein bisschen mehr müde, wird man halt bequem, und dem versuche ich halt sozusagen zu entweichen. Also ich gehe halt möglichst viel raus, gehe halt Mountainbiken, eben in den Harburger Bergen beispielsweise, versuche halt irgendwie viele Trips zu planen, halt mit dem Nachtzug mal irgendwie loszufahren, um halt wenigstens ein Wochenende in irgendeiner Berghütte zu sitzen und halt aus dieser Stadt rauszukommen. Also überhaupt halt eben diesen bequemen Weg nicht einzugehen, sich halt auf die Couch zu setzen und auf die drei Wochen Urlaub im Sommer zu warten, sondern immer mal zwischendurch was zu machen. Und die andere Seite ist tatsächlich, dass ich mir halt von den Trips auch immer wieder was mitbringe, womit ich mich danach beschäftigen kann. Also das ist halt das mit diesen Blocken, hilft da schon sehr. Also das ist halt vielleicht auch extremer als bei anderen, wenn ich irgendwo hinfahre in die Berge, dann mache ich viele Fotos, dann versuche ich irgendwie Leute kennenzulernen, dann höre ich mir Geschichten an, um dann halt nach Hause zu kommen und mich in dem auseinanderzusetzen. Und wenn ich dann halt Bilder bearbeiten kann oder wenn ich dann halt irgendwie auch über die Zeit irgendwie dann halt meinen Instagram-Account füttern kann mit Sachen, die ich halt gemacht habe, und mir dann halt irgendwie immer wieder in Erinnerung rufe, was war denn eigentlich das Gefühl in diesem Moment, als ich da an diesem Berg stand und dann halt, keine Ahnung, da entweder irgendwie ein Tier langgelaufen ist oder ich mit dem Snowboard unterwegs war und dann irgendeine Stelle stand, wo ich dann halt runterfahren konnte. Und kann dann halt dazu was schreiben, und dann habe ich auch immer wieder diese Situation, wo ich mich mit den Bergen auseinandersetze. Das ist so ein bisschen diese zwei Sachen, halt eben wirklich natürlich rausgehen und in die Berge fahren und nicht bequem sein, ins Haus sitzen, und eben, dass man sich was mitbringt von diesen Touren, um dann halt das irgendeine Form zu bearbeiten. Auch mal ein Video basteln, und wenn es halt auch, es ist halt unprofessionell, aber es ist halt eine Beschäftigung mit der ganzen Sache. Und insofern, ja, passt das für mich dann. Und wenn du sagst, jetzt Nachtzug oder so Kurztrips, gehst du da lieber in die Alpen oder sagst du, okay, ich bin in Hamburg, eigentlich ist es ja gar nicht so weit weg bis Norwegen, das hat es auch Berge. Ja, also das ist echt krass. Also ich war bisher tatsächlich erst ein einziges Mal in Norwegen und ein einziges Mal in Schweden, was schon echt wenig ist, weil das muss man schon sagen, die Hamburger sind schon sehr skandinavienorientiert, logischerweise, weil das jetzt zwar auch nicht um die Ecke liegt, aber zumindest mal noch in greifbarer Ferne, wobei die Alpen trotzdem noch näher sind. Also ich bin natürlich schon eher in den Alpen, alleine weil es halt auch einfacher zu erreichen ist. Also sage ich mal Nachtzug, da kann ich tatsächlich abends nach der Arbeit Freitag in diesen Zug einsteigen und bin am nächsten Morgen um 9 in Innsbruck, und von da aus kann ich halt eben überall hin. Wenn ich jetzt halt nach Norwegen will und ja eben auch nicht vielleicht nur an die Südküste will, dann habe ich halt schon ein bisschen mehr Hassel, dann muss ich auf eine Fähre oder ich muss fliegen, was ich sehr ungern machen würde. Und es braucht schon dann halt auch einen Tick mehr Zeit, um da hinzukommen. Also insofern, so sehr ich das jetzt schon lieben gelernt habe, also der Norwegen-Trip war cool und auch die Zeit in Schweden war cool. Aber ich würde mal sagen, es ist unkomplizierter für mich, in die Alpen zu kommen, als dass ich halt eben nach Skandinavien komme. Insofern wird das Verhältnis wahrscheinlich schon immer so bleiben, dass die Alpen so das Ziel sind. Da ist einfach so viele Möglichkeiten. Auf einer relativ kleinen Fläche gibt es tausend Sachen, die man noch nicht gesehen hat. Und wahrscheinlich kann keiner erzählen, dass er die Alpen in allen Facetten schon kennengelernt hat. Also insofern ist da noch so viel zu entdecken. Und ich glaube, die Alpen werden halt der Fokus schon bleiben.
Was ist da für dich so die sehenswerteste oder die beste Region, die du in den Alpen hervorheben würdest? Ja, das ist halt echt mega schwer. Das kommt jetzt auch ein bisschen drauf an, zu welcher Jahreszeit oder was man eigentlich machen will. Also ich bin halt schon fast extremer Wintersportler, wenn man das so nimmt. Also das ist für mich auch die wichtigste Jahreszeit für die Berge. Also ich bin jetzt, glaube ich, seit 25 Jahren snowboarde ich und da ist natürlich irgendwie schon wichtig, dass ich halt irgendwie eine Region habe, in der ich halt eben meine Touren auch tatsächlich machen kann. Also da muss es jetzt auch nicht zwingend das krasse Hochgebirge sein, so. Also da reicht es für mich, wenn ich dann halt auch für eine Splitboard-Tour einen schönen Berg habe, den man auch hochlaufen kann bei ein bisschen Lawinensicherheit und da runterfahren kann und dann halt seine Schwünge in diesen frischen Schnee ziehen kann. Und also ich meine, das gibt es ja fast überall in den Alpen. Und das nächste ist halt für mich immer Tirol, weil man da am besten hinkommt. Und da so meine kleine Highlight-Spot ist Waadt am Arlberg, weil das halt so, weil der Arlberg immer so bekannt ist für seinen Schnee und für die ganzen Spots, die es da gibt mit St. Anton und Lech und Sürs und Co. Und Waadt auf der anderen Seite durch eine gesperrte Straße immer so ein bisschen außen vor war, aber eigentlich das Gleiche geboten hat, aber halt auf viel, viel ruhigerem Niveau. Also Waadt kann ich jetzt zum Beispiel mal empfehlen, wenn man mal im Winter was erleben will. Schönes kleines Skigebiet. Da gibt es viele interessante, nette Restaurants und Hotels. Und mittlerweile sind sie ja halt sogar verbunden durch einen Lift mit Lech. Man kann sozusagen das große Gebiet mitnehmen. Aber das wäre jetzt so fürs Snowboard ein kleiner Tipp. Ansonsten ja, bin ich da eigentlich relativ offen. Ich war jetzt, glaube ich, gefühlt schon fast überall mal so grob in der Region. Also, keine Ahnung, relativ viele österreichische Gebiete in der Schweiz, ja, verhältnismäßig wenig, aber auch schon ein paar Sachen gesehen. Viel in Frankreich unterwegs gewesen. Also, ein bisschen was habe ich schon gesehen. Und jetzt habe ich ja, da kommen wir nachher vielleicht noch drauf, meine Tour vor. Und da werde ich vielleicht auch noch ein, zwei andere Spots anfahren, die ich bisher eben noch nicht gesehen habe. Und im Sommer ist es halt so, da finde ich halt, sind die Schweizer Berge schon irgendwie schon krass so. Also finde ich schon ganz geil. Also ich habe halt eine Wow. Tour gemacht. Also also irgendwie wirkt für mich das Gras grüner als woanders und die Berge wirken halt irgendwie noch ein bisschen massiver und die Komposition aus dem Ganzen wirkt so stimmig. Also bei den Orten bin ich mir gar nicht mehr so richtig sicher. Also ich bin zum Beispiel von Chamonix nach Zermatt gelaufen 2 Wochen und in Zermatt angekommen und hätte. Also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen kann, ich hätte kotzen können, als ich ankam. Weil Zermatt für mich halt irgendwie, also das war halt eine so eine schöne Tour und du kommst dann in Zermatt an und hast halt irgendwie das Gefühl, du bist im schlimmsten Ort, den du in den Alpen treffen kannst. So. Und wenn die nicht dieses Matterhorn dahinter hinter ihrem Ort stehen hätten, dann würde da kein Mensch hinfahren, glaube ich. Also, na gut, kein Mensch nicht, aber wenige Leute hätten da hinfahren. Und aber auf dieser Tour habe ich halt so viel schöne Eindrücke gehabt mit diesen schönen Häusern aus Holz, die da halt irgendwie überall stehen und sehr ursprünglich, dass die Waliser, also das ist ja gerade in der Region, fand ich das echt genial. Also das würde ich schon sagen, dass so zum Wandern war das eine geile Sache. Da gibt man auch nicht so viel Geld aus. Also Schweiz ist ja sonst immer so ein bisschen Thema. Und wenn man da halt eben wandern geht, dann kann man halt auch die Schweiz sich mal gönnen. Zum Skifahren ist ja halt eine andere Sache. Dann, ja. Was hat dich an Zermatt so gestört oder so abgeturnt? Ja, also es ist halt, also vielleicht waren die Erwartungen hoch, dass man halt sozusagen von Zermatt immer dieses schöne, extreme Bergsteigerdorf mit dem Matterhorn, mit dieser krassen Historie und sowas. Und ich habe das Gefühl, man bekommt das gar nicht mehr mit. Also ich würde sagen, es gibt Bergsteigerdörfer, die mehr diesen Spirit ausmachen, als das eigentlich in Zermatt der Fall ist. Also es ist fast so ähnlich wie Chamonix. Also du kommst nach Chamonix und eigentlich ist das halt so ein gar nicht mehr so schöner Ort, weil es halt einfach zu betoniert ist mit Häusern und Hotels und tausenden Touristen. Und du hast nur so ganz kleine Lichtblicke, wo du da mal ganz kurz das Gefühl hast, okay, jetzt weißt du, was der Spirit von Chamonix ist. Und das Gleiche ist bei der Spirit von Zermatt. Wenn du dann tatsächlich mal einen Typen in krasser Montur und eben nicht so gerade gestern bei Globetrotter geschockt, die neueste Neurona und Co-Ausrüstung rumläuft, sondern ein richtiger Bergsteiger, so, der da halt einfach mal die Straße lang läuft. Dann merkst du so, du bist jetzt halt echt in so einer Region, das hat halt irgendwie was Besonderes. Aber der Rest ist halt irgendwie Shopping, da sind tausende geile Läden, also was geile Läden, also geil im Sinne von teuer und die Nobelklamotten.
teure Restaurants, ganz viele neue, moderne Gebäude und so weiter. Und das ist halt irgendwie, also stört mich voll ab. Also das ist halt, also da ist vielleicht die Erwartung an so einen Ort, der so viel Historie eigentlich hat, ist halt eigentlich eine andere. Ja. Was war damals der Auslöser, dass du von Chamonix nach Zermatt gelaufen bist? Wolltest du es einfach mal erfahren oder? Ja, es gibt eine Winterroute von Chamonix nach Zermatt und die nennt sich Haute Route. Das ist also eine der bekanntesten Skitouren, die man so gehen kann. Und das macht man so innerhalb einer Woche, macht man das ungefähr. Und wenn man es, dann kann man irgendwie, es gibt einen englischsprachigen Guide, der das halt sozusagen als Buch raus, also es gibt ein Buch dazu drüber, dass man das halt auch im Sommer machen kann. Und dann halt eben, braucht man aber 2 Wochen, weil man ja eben nirgendwo runterfahren kann, sondern und auch nicht über die Gletscher laufen kann, sondern ja immer hoch runter laufen muss. Also dauert das ein bisschen länger. Und ein Freund und ich, also auch ein Freund aus Hamburg, wir hatten halt die Idee, dass wir halt mal eine längere Wanderung zusammen machen und hatten uns eigentlich erst den GR20 auf Korsika ausgesucht. Und da wir es aber irgendwie von der Zeit her wirklich im Sommer machen mussten und dann halt echt festgestellt haben, dass es auch echt scheiße werden kann da auf dem GR20, wenn du halt mitten im Sommer da unterwegs bist und die Bedingungen sind die schönsten mit Hütten oder Zelt und Co., dass wir uns dann halt einfach mal geschaut haben, was wir sonst so finden. Und ich glaube, ich habe sogar auf einem anderen Blog, auf awesomatic.de, das ist, glaube ich, ein Berliner, gesehen, dass der das halt das Jahr zuvor gemacht hat. Und dann war halt die Idee schnell geboren, lass uns halt einfach diese Strecke nach diesem Guide laufen. Das sind genau 2 Wochen, das passt wunderbar an die Zeit, ist eine schöne Ecke. Und am Ende des Tages war es auch eine richtig geile Tour. Also kann man echt auch empfehlen. Also im Sommer 2 Wochen von Chamonix nach Zermatt laufen ist. Und habt ihr dann in Pensionen übernachtet oder im Zelt? Nee, wir haben jetzt in Hütten geschlafen und also mal in Hütten auf dem Berg, mal in Hütten oder Pensionen unten im Tal. Wenn ich es jetzt nochmal machen würde oder wenn ich jetzt jemandem einen Tipp geben kann, der da halt auch mit dem Tour auch laufen will, vielleicht hält man sich nicht so sehr an diesen Guide, der halt da ist, wo diese Hütten, wo man schläft, sondern man sucht sich halt selbst noch mal ein bisschen Alternativhütten raus, weil ich fand es zum Beispiel, das hat einen schon ein bisschen rausgeholt, wenn man dann halt irgendwie abends unten im Tal ankommt und in eine klassische Pension geht und dann halt da Autos zum Beispiel vorbeifahren oder dann ein Supermarkt ist oder irgendwelche anderen Sachen sind. Also ich finde es okay, um durchzulaufen und sich vielleicht mal irgendwie noch was zu essen zu besorgen, aber halt eben dann Nacht zu verbringen und am nächsten Morgen loszulaufen, ist irgendwie am Berg einfach viel, viel geiler, als wenn man das im Tal macht. Und das Zweite, was ich noch machen würde, ist, es gibt auch einige Selbstversorgerhütten auf dieser Strecke und die müsste man sich ausfindig machen. Und das haben wir nämlich nur ein einziges Mal gemacht und das war halt mega, mega geil, weil kein anderer da war, außer der Hüttenwirt, also obwohl der kein ist, weil er natürlich alles Selbstversorgung war. Von dem waren, glaub ich, der Enkel mit 2 Freunden da, also 18-Jährige. Und die haben dann halt da irgendwie einen geilen Abend verbracht und die saßen halt zu zweit dabei und haben halt auch irgendwie eine coole Zeit gehabt. Und also wenn ich diese Tour nochmal planen würde, würde ich mir halt einfach noch 3, 4 Selbstversorgerhütten raussuchen, wo man sich halt eben am Tag vorher irgendwie unten im Tal ein bisschen was Frisches zu essen mitnimmt, ein bisschen Käse, ein bisschen Brot und eine Salami oder sowas. Macht man halt irgendwie so eine Selbstversorgerhütte gemacht. Und das finde ich dann halt viel, viel cooler als diese Pensionen unten im Tal. Also das wäre mein Tipp, was man anders machen könnte. Und was ist die Herausforderung an dieser Route? Also ist es das ständige Auf und Ab oder ist es die Länge? Was denkst du? Ja, also das Ding ist halt schon, wenn du es halt schaffen willst, musst du halt theoretisch eigentlich jeden Tag laufen. Also du hast jetzt nicht so die Möglichkeit, da jetzt so 2, 3 Ruhetage einzubauen. Was bedeutet, wenn du halt jetzt das zum ersten Mal machen würdest, könnte es passieren, dass du halt zwischendrin vielleicht auch abbrechen musst. So. Wenn du aber einigermaßen fit bist, das sind jetzt keine ganz großen Herausforderungen, du musst dann wahrscheinlich immer mal so zwischen 1000 und 1600, 1800 Höhenmeter musst du halt schon mal hoch und runter jeweils, aber es ist jetzt, du brauchst keine Schwindelfreiheit oder du brauchst halt nicht irgendwelche verrückten Sachen. Also es gibt vielleicht 1, 2 Stellen, wo man halt mal vielleicht so eine Leiter hochklettert vom Gletscher, so ein bisschen um auf den Felsen zu kommen dann so, das ist aber, glaube ich, eine Stelle, also das kann man vielleicht in Zweifel sogar umgehen, also das ist nicht die Herausforderung, es ist wirklich, es über 2 Wochen durchzuziehen, jeden Morgen die Schuhe zu schnüren, den Rucksack aufzusetzen und halt eben loszulaufen, dass dann keine Blasen dazwischen kommen von Leuten, mit denen man zusammengeht oder, ja, das ist das größte Ding. Und dann muss man halt vielleicht auch ein bisschen Glück mit dem Wetter haben. Also wir hatten halt ziemlich viel Glück, also wir hatten halt relativ viel Sonne und
aber auch nicht extrem und ein bisschen Regen, aber kein Schnee. Und die Jungs, von denen ich das irgendwie mitbekommen habe, dass die das gemacht haben ein Jahr vorher, die hatten das Ding, dass da halt relativ spät Schnee gefallen ist und nochmal, und die sind dann halt Teile der Strecke tatsächlich im Schnee gelaufen, was die Sache natürlich dann schon ein bisschen komplizierter macht, weil dann musst du den Weg natürlich erstmal finden und du bist halt dann mit nassen Füßen, Kälte konfrontiert und ja, brauchst halt auch einfach für manche Strecken viel länger, als du sie brauchst, wenn es halt einfach trocken ist oder wenn es halt maximal regnet. So. Ja, also das, klar, das ist aber in den Bergen immer so. Wetter ist natürlich eine Komponente. Wie ist das mit den Gletscherquerungen? Ist das ausgesteckt oder? Also es gibt eigentlich nur eine einzige, die man, also die wir auf unserer Tour machen mussten, wie wir sie machen wollten. Und da war der Weg tatsächlich abgesteckt. Also da, das war echt nicht kompliziert. Es hätte noch einen zweiten Gletscher gegeben, wo man es auch hätte machen können. Da war der Weg aber nicht abgesteckt. Und deswegen sind wir da einfach drum herumgelaufen, was kein Problem war. Hat halt einfach nur einen Tick länger gedauert, aber war jetzt auch nicht weniger interessant, weil man so halt einfach auch den Blick auf den Gletscher hatte die ganze Zeit. Meistens ist es so, dass man, wenn man auf dem Gletscher selbst ist, gar nicht so richtig viel davon mitkriegt. Also insofern eigentlich nur eine Gletscherquerung. Und das ist halt auch der eine Punkt, dann, wo man dann halt mal von dem Gletscher geht es dann halt in eine Felswand rein und da ist halt so eine Leiter an die Wand angebracht. Und da muss man sozusagen eine klassische Leiter hochklettern, um dann halt sozusagen auf den Grat zu kommen, um auf der anderen Seite wieder runter zu gehen. Das ist bei der Cabane de Dix, heißt die Hütte, von der man losläuft. Und dann geht man, es fällt mir der Name von dem Ort danach nicht ein. Also auf einem Teilstück gibt es halt mal so eine Stelle. Der Rest ist aber eigentlich klassische Trails, Wanderwege, wie man sie so kennt. Keine Klettersteige, keine verrückten Sachen dazwischen. In der Zeit, wo du in den Staaten gewohnt hast, also in New York, hast du gesagt, hast du da auch Touren gemacht oder hast du da nur gearbeitet? Ja, also das war, da war ich vielleicht auch noch gar nicht so Bergsport verrückt, beziehungsweise da war ich ja als Fußballtrainer da. Das heißt, ich Ach habe so, da okay. gearbeitet als Fußballtrainer und habe da ein bisschen Geld verdient, um halt sozusagen diesen Trip auch zu finanzieren. Und wir waren einmal so für, glaube ich, so 4, 5 Tage sind wir mal nach Vermont hochgefahren von New York aus und haben da halt einfach mal gecampt in den Wäldern. Da haben wir jetzt keine Bergtouren gemacht, sondern sind halt einfach mal so ein bisschen in die Natur rausgefahren. Und das einzige Lustige, was wir da gemacht haben, ist, dass wir, also wir waren damals halt ziemlich Snowboard verrückt, also noch verrückter als jetzt. Und damals war halt diese Snowboard-Marke Burton so noch immer die total angesagte Marke. Mittlerweile gibt es ja tausend andere, aber damals waren die halt so total, ja, das Ding. Und der Jake Burton Carpenter, der wohnt ja da mit seiner Familie in Stowe, Vermont. Und so locker, wie wir da so waren, haben wir gedacht, okay, wir könnten ja mal vorbeifahren und mal Hallo sagen. Und dann haben uns natürlich die Amis gesagt, ja, okay, das ist jetzt gar nicht so einfach, weil das ist alles Privatbesitz. Wenn du da halt auf irgendwie so auf so ein Gelände fährst, dann kann halt ganz schnell passieren, dass dann die Polizei da natürlich logischerweise da ist, weil das tickt halt einfach ein bisschen anders als wir Europäer. Wir sind dann halt tatsächlich trotzdem zu dem Haus gefahren, aber wir haben uns dann nicht getraut, dann tatsächlich an der Tür zu klopfen, sondern haben uns einfach nur mal schon cool gefunden, dass wir da halt einfach vor dem Haus von dem Jake Burton standen und dann sind wir wieder abgehauen, haben ein Foto gemacht und das war's. Aber ja, also das war halt sozusagen der einzige Trip, den ich damals in diesem halben Jahr in New York gemacht habe, dass ich da hoch bin. Aber ich habe noch eine andere, also wenn ich eine Amerika-Tour-Geschichte interessiert, dann kann ich dir eine erzählen. Die habe ich aber erst vor, also jetzt vor 4 Jahren gemacht, 2012. Und da bin ich auf dem John Muir Trail unterwegs gewesen. Das ist so ein Fernwanderweg, wahrscheinlich auch, muss man schon fast sagen, einer der schönsten, die es so weltweit gibt. Der geht, ob dir was sagt, das ist in Sierra Nevada in Kalifornien. Und da habe ich halt sozusagen, da gibt es so, also so 2, 3, 4 Wochen muss man da laufen, um da halt die ganze Strecke zu laufen. Und ich habe da jetzt mal einfach so 8 Tage Zeit gehabt und die bin ich da halt mal allein lang gewandert. Und das war halt schon ein krasses Erlebnis. Also war wahrscheinlich auch die krasseste Tour, die ich so gefühlt gemacht habe in meinem Leben. Was war daran so krass? Also das Ding war halt, glaube ich, so, also ich habe da erstens alleine gemacht, was jetzt nicht ganz, also normalerweise versuche ich schon irgendwie so mit Leuten unterwegs zu sein, mit Freunden und wenigstens zu zweit, zu dritt. Ist ja auch grundsätzlich auch eine sichere Sache, wenn man in den Bergen unterwegs ist. Ab und zu mal mache ich es auch alleine, weil ich halt einfach Bock drauf habe, aber so grundsätzlich eher so dann schon zu zweit. Und bei der Tour
war ich halt einfach alleine dort und habe die Tour alleine gemacht und habe mir auch vorher immer so gedacht, das ist auch kein Problem. Also ob du jetzt halt irgendwie alleine im Zelt pennst oder mit jemandem zusammen, ist vollkommen egal. Und du hast ja schon alleine im Zelt geschlafen und du bist halt einfach nur im Berg unterwegs und du läufst da, es wird geil werden und irgendwie total cool. Und dann hat das aber schon angefangen damit, dass man halt eben in den USA auch gar nicht so einfach zu so einem Einstieg von so einer Wanderung kommt, weil da gibt es halt keinen öffentlichen Nahverkehr. Also das, was wir hier haben, mit einem Zug irgendwo hinfahren, dann mit einem Postbus noch irgendwie ins letzte Tal reinzufahren und dann halt loszulaufen, das gibt es da halt einfach nicht. Und dann hatte ich da schon mal das Problem, dass ich jetzt 2 Tage länger gebraucht habe, als ich eigentlich dachte, um loszulaufen. Hatte aber dann das Glück, und das ist halt wieder das Coole an der Sache, dass mich so ein paar Anhalter, also dass ich halt getrampt und dann habe ich halt irgendwie ganz kurz vor Schluss, haben so 3 alteingesessene Amerikaner in so einem Pickup-Truck angehalten, haben mich mitgenommen. Und das Coole an der Sache war, dass die, als ich denen halt erzählt habe, was ich vorhabe, haben die gesagt, hier ist unsere Telefonnummer, falls dir irgendwas passieren sollte unterwegs oder du eher aus dem Gebirge raus willst, dann ruf uns an und wir sind eh Pensionäre, wir können dich abholen. Und ich habe gedacht, okay, nette Geste, aber ganz ehrlich, wir sehen uns in unserem Leben nie wieder. Bin halt losgelaufen und musste natürlich alles selbst tragen und war auch komplett diese 8 Tage Selbstversorgung. Das heißt, ich hatte nur Wasser, was ich unterwegs immer wieder auffüllen konnte, aber ich musste das Essen dabei haben, ich musste Zelt dabei haben, Schlafsack dabei haben, Isomatte dabei haben, Kocher dabei haben. Alles in so einem Bärkanister drin, der halt sozusagen ein bisschen sicher ist, falls da was sein sollte. Und das war halt echt schon mega scheiße schwer, das Ganze. Und dann bin ich halt losgelaufen und wirklich bis zur Dämmerung gelaufen und dachte, okay, jetzt baue ich mein Zelt hier auf. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass ich jetzt halt irgendwie so 10 Kilometer oder 15 Kilometer von diesem Platz weg bin, dieser Parkplatz, wo ich losgelaufen bin. Und ich habe seit dieser Zeit keine einzige Menschenseele gesehen. Und ich habe auf mein Telefon geschaut und habe gesehen, ich habe hier null Empfang. Und ich habe um mich rumgeschaut und habe hinter jedem Baum und hinter jedem Gebüsch habe ich einen Bär vermutet. So. Und dann bin ich in dieses Zelt gegangen, habe da geschlafen, beziehungsweise ich habe versucht zu schlafen. Ich habe, glaube ich, kein Auge zugemacht, weil ich permanent nur das Gefühl hatte, dass jetzt hinter jedem Baum, den ich mir vorher da irgendwie so genau angeschaut habe, dass da jetzt so ein Bär vorkommen würde und ich jetzt irgendwie nicht wüsste, was ich da machen sollte. Und ich habe nur gehofft, dass irgendwann diese Dämmerung wieder anfängt, dass ich hier irgendwie das Zelt abbauen kann und wieder loslaufen kann, weil da fühlt man sich dann halt irgendwie wieder so ein bisschen sicherer. Und das hat mir halt einfach so, allein in der Umstand hat mir halt schon sehr, sehr viel auch über mich selbst gesagt, weil ich halt vorher so, dachte, ich bin hier der Outdoor-Typ, ich mache das Ding ganz easy, es wird vielleicht ein bisschen anstrengend, aber ich habe überhaupt keine, mache mir da keine Gedanken so. Aber da habe ich halt echt mal gecheckt, ich bin halt doch irgendwie Stadtmensch so. Also ich bin in einer Umgebung aufgewachsen, in der halt alles total sicher ist und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du halt von einem Auto angefahren wirst du, aber so ein Bär oder eine Schlange oder sowas ist halt kein Thema hier. Und das habe ich halt total unterschätzt. Und dann bin ich aber trotzdem die Strecke gelaufen, es war mega cool. Habe aber dann halt irgendwie relativ schnell festgestellt, dass ich diese ganze Distanz nicht schaffen werde. Also wenn ich zumindest nicht, wenn ich Spaß dran haben will. Also ich hätte sonst wirklich um 5 aufstehen müssen, um 7 loslaufen müssen, um dann halt irgendwo um 8 zu sein und dann halt das Zelt aufzubauen. Also ich habe mich halt auch da total verkalkuliert. Und habe dann halt sozusagen auf der Hälfte mehr oder weniger die Entscheidung getroffen, ich suche mir jetzt irgendwo einen Weg, wo ich das abkürzen kann und dann rufe ich diese Typen an, die mir diese Telefonnummer gegeben haben und frage, ob die mich echt da abholen würden. Und genauso habe ich es gemacht, also ich bin dann halt diese 8 Tage schon gelaufen, aber bin halt nicht bis zu meinem Ziel gekommen, den Mount Whitney, wo ich dann halt sozusagen auch aus dem Gebirge rausgekommen wäre und mit dem Bus zurück hätte fahren können. Und dann bin halt sozusagen ein bisschen eher aus dem Gebirge raus, habe die an der ersten Telefonzelle, die dann halt an so einem kleinen Mini-Ort war, habe ich die angerufen und die haben echt gesagt, sollen wir jetzt heute Abend noch kommen oder dann morgen früh? Ich habe gesagt, morgen früh reicht vollkommen, ich baue jetzt hier mein Zelt auf. Und dann sind die am nächsten Morgen tatsächlich gekommen, sind da irgendwie 2 Stunden von Fresno dahin gefahren, haben mich abgeholt, haben noch eine Sightseeing-Tour mit mir gemacht, haben mich zum Burgeressen eingeladen und mich zur nächsten Automietverleihstation gebracht. Und es war einfach total genial. Und im Nachhinein halt eben einfach so ein glücklicher Umstand. Also hätte ich halt irgendwie einen ganz normalen Weg mit Bus und Co. zu diesem Einstieg gehabt, hätte ich diese Menschen nie kennengelernt und ich hätte diese Option gar nicht gehabt, da rauszugehen und halt irgendjemand anzurufen, der mich da abholt. Und das sind halt auch so diese schönen Geschichten, die dann halt einfach so passieren, die halt einfach nicht planbar sind, die einem auch wieder zeigen, dass ja, das Leben ja vielleicht manchmal interessante Sachen bietet, ohne dass man halt alles durchgeplant haben muss. Und auch, dass man auch nicht so viel Schiss haben muss, so für manche Sachen. Ja, also das war aber so die
Und würde dich das denn nochmal reizen, auch so eine längere Tour zu machen? Weil ich glaube, der John Moore Trail ist ja Teil des PCTs, glaube ich. So mal von Süden nach Norden, wie wäre das? Also in meinen Vorstellungen klingt das mega, mega geil. Und ja, vielleicht passiert es nochmal, dass ich sowas echt nochmal angehe. Aber ich glaube, diese eine Tour hat mir schon ein bisschen gelehrt, dass ich halt sozusagen definitiv nicht so hart bin, wie ich manchmal denke. Und dass ich halt vielleicht auch nicht so resistent bin gegen irgendwas, was da so alles passieren kann. Und ich einfach mit ein bisschen mehr Respekt und vielleicht sogar, würde ich auch fast sagen, so ein bisschen mehr mit mehr Demut an solche Sachen rangehe. Und also ich würde es nicht ausschließen, ich würde es total reizen. Ich weiß nicht, ob ich es alleine machen würde. Also wenn ich es nochmal machen würde, ich glaube, ich würde mir versuchen, einen Buddy zu finden, der halt eben Bock hat, das eben auch mal mitzumachen. Und wenn es halt Teilstrecken sind oder dass man halt sich so sagt, okay, wir laufen halt irgendwie einen Teil getrennt und dann treffen wir uns wieder. So, das kann ich mir vielleicht vorstellen. Wobei das auf so einer langen Strecke auch wahrscheinlich anstrengend ist. Also ich weiß nicht, wie lange braucht man da? Wahrscheinlich 3, 4 Monate braucht man mindestens, um den Ja, PCT zu mehr. laufen. Ne? Sogar ein halbes Jahr. Man muss halt rechtzeitig vor dem Winter ankommen. Und das ist halt schon echt eine harte Nummer. Es ist nicht umsonst so, dass es halt auch viele Abbrecher gibt auf dieser Tour und dass es halt auch gar nicht so viele wagen, weil es halt einfach echt, es ist auch echt heftig. Und da muss man sich vielleicht dann auch mal selbst eingestehen, ob das jetzt halt, ob man das selbst ist oder ob halt nicht einfach auch schon eine 2-Wochen-Tour oder manchmal ja, wenn es hart kommt, wenn das Wetter scheiße ist, ist auch eine Wochentour, kann auch echt krass sein, ob das halt nicht für einen selbst sogar reicht. Also ja, ich will es nicht ausschließen, aber ich sage mal so, die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr, sehr gering, dass ich das jetzt so als Ziel mal habe, so eine krasse Nummer zu machen. Das nächste Ziel für dich ist ja quasi, also Ende Januar hast du mir gesagt, gehst du aus Hamburg mal für eine temporäre Zeit, ich glaube 2 Monate, auf Tour, nennt sich Free Ride Europe. Ja. Was hat es damit auf sich? Ja, also das ist halt so schon so ein lang gehegter Traum. Also ich habe gesagt, ich bin ja so schon seit langem Wintersportler und im Winter unterwegs zu sein, ist für mich halt einfach schon ziemlich geil. Ich weiß, dass halt, oder ich habe halt festgestellt, oder das kann jeder andere Hamburger wahrscheinlich genauso nachvollziehen, dass es halt total blöd ist, wenn man irgendwie 3 Monate vorher, also vor dem eigentlichen Termin, den Urlaub bucht und dann halt sozusagen sich auf eine Region und auf einen Zeitraum festlegt und dann halt ist man genau da, wo halt kein Schnee liegt. Oder wo es halt irgendwie total beschissen ist, ist man halt irgendwie in einer Ecke von den Alpen, während das an der anderen Ecke wunderbar schneit. Und das ist halt irgendwie immer dieses Fiasko als Hamburger, dass du, wenn du so langfristig planen musst, dass du dann halt einfach nicht die besten Bedingungen hast. Und dann war das halt schon immer mal so eine Idee, halt mal vielleicht mal so 1, 2 Wochen oder 3 Wochen, sich einfach Urlaub zu nehmen, einfach mit dem Auto in die Alpen zu fahren und dann halt einfach immer dahin zu fahren, wo halt der Schnee liegt. Und daraus ist aber jetzt irgendwie so eine größere Nummer erwachsen. Also ich hatte ja vorhin ganz kurz angedeutet, dass ich ja jetzt im Sommer 40 geworden und habe auch einfach mal so ein bisschen über ein paar Sachen nachgedacht und dachte jetzt, okay, plan doch einfach mal eine krassere Nummer. Mach mal irgendwie was, so lange wie du es kannst. Und da ist dann halt die Idee entstanden, einfach mal 2 Monate auszusteigen aus dem Alltagstrott und halt was zu machen. Und da ist mir diese Idee mit dieser Freeride Europe-Geschichte gekommen. Also einfach mal auch verschiedene Gebirge kennenzulernen. Also ich will halt nicht nur in die Alpen fahren jetzt, sondern ich fahre halt schon eine größere Runde und halt da einfach auch so ein paar Leute auch zu treffen. Also ich schreibe dieses Freeride Europe halt eben auch getrennt, also Freeride Europe, weil bei dieser ganzen Tour, das mache ich halt mit einem Wohnmobil, Leuten halt auch die Gelegenheit geben will, mich auf einer Teilstrecke einfach zu begleiten. So. Und also, dass es sozusagen eine kostenfreie Fahrt, einen Freeride gibt, für denjenigen, der halt einfach Bock darauf hat. Also, es können Freunde sein, kann aber theoretisch auch ein Fremder sein, der sagt, ich habe dich jetzt, hab das irgendwo gelesen und ich finde es so geil und hättest du Bock, dass ich da mal 2, 3 Tage mitfahre. Und das ist halt so ein bisschen die Idee. Ich will halt einfach so ein paar Ecken abfahren, in denen ich teilweise auch noch gar nicht war oder wo ich schon mal war und unbedingt nochmal hin möchte. Und möchte halt auch neue Leute kennenlernen und deren Geschichten erfahren. So. Und, das heißt, ich fahre jetzt zum Beispiel aus Hamburg los und dann geht es halt erstmal ins Erzgebirge, vom Erzgebirge nach Tschechien ins Riesengebirge und vom Riesengebirge in die Hohe Tatra nach Polen und von da aus dann halt zurück in die Alpen und dann wird halt so von Ost nach West werden die Alpen durchgefahren, also erst Slowenien, dann Österreich, dann Schweiz, dann Italien, dann Frankreich. Und zum Schluss will ich dann halt so also quasi von den französischen Alpen nochmal in die Pyrenäen fahren und da halt mal nach Andorra, Spanien, französische Pyrenäen,
Und habe da überall so schon so ein paar Ideen, was ich halt so machen will, oder habe halt so geheime Spots gehört, wo ich die einfach mal besuchen will und irgendwelche Leute, die ich empfohlen bekommen habe, die halt interessante Charaktere sind und die halt einfach meinen Tag besuchen, mit denen man einen Tag verbringen will. Und dann halt eben zurück nach Hamburg. Und dann ist halt sozusagen so eine kleine Europarunde rausgekommen, die lustigerweise auch noch wie ein Berg aussieht, weil ich ein schönes, ein schöne, ja, eine Outline ergibt. Und ja, und jetzt geht es halt am 3.2. los. Und ich versuche halt auf meinem Blog und auf freeride-europe.de halt eben darüber zu schreiben, um die Leute mitzunehmen. Und ich mache das auch mit ein bisschen Unterstützung, logischerweise, weil ganz alleine geht das halt eben auch nicht. Also ich schreibe halt eben für das Pleasure Snowboard Magazin, die unterstützen mich massiv damit. Also die haben mir super Kontakte gegeben und bei denen wird es dann halt auch Artikel über diese ganze Nummer geben und da wird man online was lesen. Und auch ja, dieser Wohnmobilhersteller Sunlight, die mir da halt dieses Wohnmobil zur Verfügung stellen, das sind halt einfach geile Sachen. Nur so kann ich es eigentlich realisieren. Also ich stecke da selbst natürlich auch mega viel Kohle rein. Also ich verdiene halt 2 Monate lang kein Geld und muss halt trotzdem Benzin und Lebensmittel und was weiß ich auch immer bezahlen. Und da werden schon ein paar Tausender zusammenkommen. Aber es ist halt einfach so ein kleiner Lebenstraum, den ich mir jetzt da gerade erfülle. Und ja. Und genau, und es gibt halt, aber das ist mir echt auch noch ein bisschen wichtig, ich habe auch echt so eine kleine Idee dahinter. So. Also das eine ist halt, ich bin halt echt schon so ein Europa-Verfechter. So. Also ich finde diese Idee einfach mega geil, dass es halt irgendwie diese nationalen Grenzen nicht gibt und dass halt, also nicht nur Europa ja eigentlich, sondern weltweit irgendwie, wir haben ja irgendwie diese Gemeinsamkeit, Mensch zu sein. Und ich finde es halt einfach cool und mich stört das und nervt das und kotzt mich an, was da gerade alles überall hier passiert, wo halt diese Grenzen wieder so dicht gemacht werden, weil man sich halt eben so einigeln will und schützen will und Hauptsache, ich werde nicht irgendwie, mein Status wird irgendwie nicht angegriffen. Und deswegen will ich halt diese Europatour machen, um halt eben vielleicht in dieser Tour zu zeigen, dass halt überall Leute leben, die die gleichen Ideen, Interessen haben, die, wo es verbindende Elemente gibt, sowas wie Snowboarden, sowas wie Bergliebe. Das ist halt, hat halt mit Nation nichts zu tun, sondern es ist halt einfach, die gibt es da und da und das ist halt irgendwie, das ist halt das, was ich so ein bisschen zeigen will mit dieser Tour. Und es soll halt auch möglichst so ein bisschen nachhaltig sein. Das ist natürlich irgendwie, widerspricht sich mit der Roadtrip-Nummer. Also ich werde, glaube ich, 6.000 Kilometer habe ich ausgerechnet, werden das mindestens sein, die ich fahre. Und das ist jetzt nicht unbedingt zwingend das Nachhaltigste. Deswegen habe ich auch geschaut, dass ich hier irgendwie so eine CO2-Kompensation für diese ganze Nummer mache, dass das halt zumindest einigermaßen okay geht, dass ich diese Tour fahre. Und ich will dann halt auch so ein paar, also echt so Locals besuchen, die halt vielleicht auch ihr eigenes kleines Business, was halt so ein bisschen nachhaltiger ist, da aufziehen und halt nicht diese großen Konzernnummern, wo halt irgendwie echt die Kohle und das Geld verdienen nur im Vordergrund steht, sondern vielleicht so einfach so ein paar kleine Ideen und Menschen, die halt einfach ihre Leidenschaft in Produkte umsetzen oder in Dienstleistungen und halt einfach die treffen und die ein bisschen supporten und halt denen halt eine Öffentlichkeit geben, statt jetzt halt den großen Marken und den großen Skigebieten und den großen Tourismus verwenden, was auch immer. Ja. Klingt so ein bisschen wie Gernstl und Tor. Kennst du den? Nee, kenn ich nicht. Such mal im Internet nach Gernstl und Tor oder Gernstl auf Reisen. Ich weiß es jetzt gar nicht, aber es ist im Prinzip auch, die reisen seit Ewigkeiten schon durch ganz Deutschland und interviewen auch Leute vor Ort und so weiter. Und es ist wirklich ist ein Leben also geworden von ihm. Also ihn gibt es quasi nur in dieser Form. Also das ist total spannend. Ich werde es auf jeden Fall verlinken und dann bin ich gespannt, was du da so alles schreibst und dich auch mal verfolgen. Vor allen Dingen Erzgebirge und Riesengebirge, das ist ja auch so ein bisschen da, wo ich herkomme. Und da bin ich gespannt. Also erstmal, ob es überhaupt Schnee hat. Da bin ich mir gar nicht so sicher im Erzgebirge. Und dann natürlich, wen du dort alles triffst. Jetzt ist es nicht das einzige Projekt. Du hast vor uns, also einleitend hast du gesagt, du bist 40 geworden. Jetzt hast du gesagt, du hast ein Projekt. Und das zusammen, da gibt es auch ein Projekt. Warte mal, The First 40 Project. Genau. Erklär noch kurz, was es damit auf sich hat. Man merkt schon, ich komme aus der Kommunikationsbranche, ich nehme mal gerne Anglizismen. Das muss ich mir auch mal abgewöhnen langsam, glaube ich. Also nicht gar nicht so Verrücktes dahinter. Die Idee ist halt, oder was heißt, doch, ein bisschen was Verrücktes steckt schon dahinter. Also ich bin 40 geworden im Sommer und ich weiß nicht, jeder, der vielleicht so grob in dem Alter ist, kann sich ein bisschen vorstellen, dass es halt so schon so ein Punkt ist, wo man sich ein bisschen mehr Gedanken macht. Und nicht umsonst gibt es halt so Sachen wie Midlife Crisis und Co. Also man macht sich da so ein bisschen Gedanken. Und alle haben natürlich gesagt, okay, muss groß gefeiert werden, 40. Geburtstag, alle Freunde einladen, die man so auf der Welt getroffen hat. Und
Das war mir aber nicht so. Ich hatte eh nicht so einen Bock auf so große Partys und dann halt eben auch noch eine eigene Party. Und selbst wenn ich mich darauf freue, die Leute wiederzusehen, aber was hat man an so einem Abend eigentlich von diesen vielen Leuten? Man macht halt irgendwie einen Smalltalk, erzählt mal so 3, 4 Sachen aus der Jugend und dann ist man wahrscheinlich irgendwann betrunken und die Sache hat sich erledigt. Also hatte ich irgendwie keinen Bock auf diese 40er-Party. Und dann bin ich über so einen Film, ich weiß gar nicht, ob das bei der European Outdoor Film Tour gelaufen ist oder wo das gelaufen ist genau, aber da war so ein Typ, der ist 60 geworden und hat einfach sich gesagt, er läuft jetzt mit seinem Hund einfach mal von seiner Haustür los und schaut, wie weit er eigentlich in 60 Tagen kommt. Und das fand ich eigentlich so eine ganz geile Idee so. Und das hat irgendwie scheinbar jemand befreundet, das hat eben gefilmt und das war dann halt ganz kurzweilig. Und dann habe ich mir so überlegt, was kann man nicht einfach sowas auch machen? Und so ist die Idee entstanden, halt quasi in dem 40. Lebensjahr 40 Projekte zu machen, die man halt sozusagen mit Leuten aus seiner Vergangenheit, also quasi in den ersten 40 Jahren, irgendwie teilt. So. Und damit halt einfach auch viel intensiver unterwegs ist. Also Dinge, die ich halt irgendwie so in den ersten 40 Jahren gemacht habe, keine Ahnung, das fängt an beim Kajakfahren in Hamburg, beim Mountainbiken in Hamburg, beim irgendwo mal eine Snowboard-Tour gehen oder bei irgendwie einfach nur eine Kiez-Tour machen oder mal aufs Oktoberfest oder was auch immer. Also Dinge, die man halt so mal gemacht hat, die einfach wiederholen. Und sich einfach Leuten die Möglichkeit bieten, halt eben da mitzumachen. Also irgendwie alle Freunde von mir wissen, dass ich das mache und die können sich bei mir melden und sagen, du auf Oktoberfest hätte ich auch Bock oder du auf so eine Kajaktour hätte ich auch Lust oder auf der Zugspitze war ich noch nie und lass uns das zusammen machen. Und das zwingt mich halt sozusagen, das ist auch mit dem Bequem zu tun, dass ich halt eben auch rausgehe, dass ich halt auch Aufwand betreibe, um halt eben in die Berge zu kommen oder halt eben überhaupt rauszukommen. Und ich glaube halt einfach, dass diese Zeit tausendmal intensiver ist, die ich halt irgendwie mit jemandem im Kajak für 3 Stunden irgendwie auf der Hamburger Alster verbringe, als wenn ich halt jetzt sozusagen 50 oder 100 Leute nach Hamburg eingeladen hätte und mit denen halt irgendwie auf dem Kiez abgestürzt wäre. Und das ist so ein bisschen diese Idee dahinter. Und gleichzeitig habe ich das verbunden mit einer Spendenaktion. Also mir ist halt eben einfach bewusst, dass meine Reisen, die ich halt früher so gemacht habe und die ganzen Trips in die Berge, dass die halt eben für das, was ich liebe, also die Berge und die Natur, eigentlich gar nicht so gut sind. Also jeder Flug und jede Autofahrt ist halt irgendwie schon irgendwie doof. Und deswegen habe ich sozusagen eine Art eine Spendenaktion draus gemacht. Es gibt da so eine Vereinigung, Protect Our Winters nennt die sich, kommt aus den Staaten, gibt es aber auch in Deutschland und in Österreich, die halt sozusagen so ein bisschen Aufklärung hinsichtlich Klimawandel betreiben und auch Lobbyarbeit hinsichtlich Klimawandel machen. Und für die wird jetzt halt sozusagen Geld gespendet. Und da ist die Idee, dass bei jeder Aktion, die ich umsetze innerhalb dieses Projekts, also jede dieser 40 Aktionen, spende ich selbst 10 Euro, also am Ende des Jahres 400 Euro, die ich halt selbst in den Topf werfe. Und jeder, der mit mir zusammen so eine Aktion macht, muss mindestens auch 10 Euro spenden. Das ist sozusagen wie so eine Teilnahmegebühr, dass man also sozusagen mit mir diese Aktion. Das heißt, da kommen auch nochmal mindestens 400 Euro zusammen. Ich mache auch manche Aktionen mit 2, 3, 4 Leuten, also kommt dann noch ein bisschen mehr zusammen. Also denke ich mal, dass wir so easy über 1.000 Euro kommen, die wir dann halt sozusagen mit der ganzen Geschichte auch noch für Protect Our Winters zusammenkriegen. Und das ist so quasi noch eine Spendenaktion daraus wird, um so ein bisschen zu relativieren, was ich halt eben theoretisch mit meinem CO2-Fußabdruck da schon eigentlich in dieser Welt gelassen habe. Genau, und die Aktion läuft jetzt. Es wird natürlich jetzt nicht viel leichter, dadurch, dass ich jetzt noch diese 2-Monats-Tour eingeschoben habe, das alles zu realisieren, aber ich bin gut dabei. Ich habe jetzt, glaube ich, knapp 10 umgesetzt und sind, glaube ich, so knapp 300 Euro schon zusammen. Also insofern, ich bin da zuversichtlich, dass ich da bis Sommer irgendwie auf diese 40 Aktionen komme und das Projekt dann damit abschließen kann. Und vielleicht also auch noch interessant, weil ich meine, das wird ja auch in deinem Podcast vorkommen. Also wenn jemand diese Idee nur in Ansätzen geil findet, kann ich nur sagen, macht's einfach nach, da gibt es kein Copyright drauf oder da ist das irgendwie keine, da muss man nicht auch nicht zitieren oder nennen oder sagen, da habe ich das gelesen, sondern einfach machen. Also einfach sagen, ich finde es geiler als eine Party jetzt, egal ob 40., 30., 50. oder der 23., egal was einem da irgendwie einfällt, einfach mal zu sagen, ich lasse diesen Partykram weg so und verbringe lieber Zeit draußen und verbringe sie auch eben mit Menschen draußen, so mit Freunden, Familie, was auch immer. Also was ich bis jetzt festgestellt habe bei den Aktionen, die ich jetzt gemacht habe, also jede einzelne war diesen Trip wert, also das, was man da so gemacht hat. Also man ist einfach, wenn man so unter sich ist und mal was zusammen macht und das nicht selbstverständlich ist, ist das einfach Gold wert. So. Also kann ich nur also gerne nachmachen und man muss nirgendwo sagen, dass das halt von, also meine Idee gewesen wäre. Das kann man einfach machen.
Sehr cool. Ich bin ja auch in ein paar Jahren 40, von daher mal gucken, ob ich das dann nachmache. Ein Punkt dabei ist, glaube ich, Beachvolleyball. Von daher mal gucken, vielleicht kommen wir da ja mal zusammen. Sehr gern. Wir haben ja sogar eine Beachvolleyballhalle in Hamburg, also das kann man auch im Winter machen. Da trainieren sie sogar richtig gute dabei. Also ja. Ich glaube, der Nationalkader spielt sogar dort. Ja, absolut. Also der Stützpunkt ist, glaube ich, in Hamburg, ja. Ja, da kommen wir jetzt mal zu den Fragen, die jeder bei mir gestellt bekommt. Ja. Berge oder Meer, dein Favorit und warum? Also wahrscheinlich kann sich jeder denken, dass die Antwort jetzt nicht Meer ist, sondern dass sie schon Berge ist. Aber warum kann man gar nicht sagen. Es ist einfach, wenn ich in den Bergen stehe, habe ich halt einfach einen, da kommen Emotionen auf und ich kann halt mal am Meer fahren und das finde ich auch nett, wenn da ich mal zum Strand lang laufe. Aber ob ich da halt irgendwie gewesen bin oder nicht, das interessiert mich echt nicht. Und das ist halt einfach so, das ist, glaube ich, das Ding. So wie andere das halt eben vielleicht genau andersrum sehen. Also Berge, definitiv Fakt. Und das muss man auch sagen, Hamburg liegt ja auch nicht am Meer. Also wird ja auch mal ganz schnell miteinander verbunden, aber da ist man ja auch, muss man auch ein, zwei Stunden fahren, bis man mal wirklich Meer vor sich hat. Also insofern, da muss man als Hamburger auch kein Meerliebhaber sein. Stell dir vor, du würdest 3 Monate auf einer Berghütte sein. Wie würdest du deine Zeit verbringen? Was würdest du machen? Ja, also ich fände halt schon cool, wenn es jetzt wirklich so ein echt so ein abgelegenes kleines Ding ist. So. Also ich brauche da keinen großen Luxus. Das fände ich so eigentlich schon ganz cool so. Ich glaube, ich würde mir halt versuchen, echt so, aber immer abwechselnd Freunde einzuladen für ein paar Tage. So. Und einfach mit irgendwelchen Menschen, mit denen man halt irgendwie eine Verbindung hat, weil man halt, keine Ahnung, mit denen zur Schule gegangen ist, mit denen zusammen Fußball gespielt hat früher oder halt irgendwelche Touren gemacht hat oder die halt irgendwann mal im Berufsleben kennengelernt hat oder auch Familie so, also kann ich auch nur empfehlen, halt mal einfach mit seinen Eltern oder sowas, mit dem Vater oder der Mutter oder so oder dem Bruder mal 3 Tage so in so eine Hütte eingesperrt sein. Was da halt einfach für Gespräche rauskommt, da bin ich halt mega gespannt drauf und das wäre halt sowas, was ich da machen würde. Also wenn ich so in so eine Berghütte wäre, 3 Monate, dann würde ich halt sagen, okay, nicht alle auf einmal, aber immer mal so zwischendrin soll halt mal jemand da hochkommen und ich würde dann einfach mit dem da halt irgendwie abhängen und dann halt über Gott und die Welt diskutieren. Und da, ich glaube, da würden die geilsten Sachen rauskommen. Und gerade bei Leuten, die man halt denkt, dass man sie sehr gut kennt, wird man wahrscheinlich feststellen, dass da halt echt noch ganz andere Sachen dahinter stecken. So. Und das wäre so meine Idee dafür. Ja. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Ich glaube, da würde ich sogar echt auch, obwohl ich Sonnenuntergänge auch nicht scheiße finde, aber Sonnenaufgang finde ich einfach in dem Sinne geiler, weil es halt einfach damit verbunden ist, dass es danach warm wird. So. Also Sonnenaufgang bedeutet halt, es hat mit Frühaufstehen zu tun, das ist eigentlich nicht so meine absolute Leidenschaft. Aber wenn ein Abenteuer oder wenn halt ein Trip ist, dann ist halt auch Frühaufstehen kein Problem für mich. Der Sonnenaufgang ist es halt einfach, weil das bedeutet, wenn die Sonne aufgeht, wird es warm und da kommt das Leben und das ist das, warum ich, halt, glaube ich, den Sonnenaufgang mehr mache als den Sonnenuntergang. Dein Gadget, ohne welches du nie in die Berge fährst oder nie in die Berge gehst? Ja, ich muss zugeben, ich habe jetzt gar nichts so ganz Spezielles. Ich habe auch, das wird ja öfter mal gestellt, diese Frage, so, was sind diese 3 wichtigsten Sachen, die man so mal dabei haben muss und so. Also irgendwie fällt mir da immer nicht so richtig was ein. Also was ich klassischerweise dabei habe, ist tatsächlich ein Smartphone, aber eigentlich vorrangig wegen der Kamera und weil ich halt einfach unterwegs gerne Fotos aufnehme, um dann halt hinterher was damit machen zu können und mir halt irgendwie diese Erinnerungen immer zu behalten. Das hatte wahrscheinlich damit zu tun, dass ich halt einfach auch zu wenig in die Berge komme dann im Vergleich zu Leuten, die halt in den Bergen wohnen und die halt jeden Tag auf welche schauen können. Und aber das ist auch kein richtig geiles Gadget. Aber was halt vielleicht schon speziell ist, ich mag es halt zum Beispiel mit kurzen Hosen unterwegs zu sein. Und egal wie kalt das ist, dann ziehe ich mir lieber noch eine lange Socke drunter oder sowas. Also so eine kurze Hose so zum Wandern ist so mein Ding. Und da schauen auch ganz viele Leute manchmal, weil sie sagen, okay, viel zu kalt, aber ich finde es geil, so kurze Hose und lange Socken und dann durch die Gegend zu ziehen. Solange noch kein Minus vor der Temperatur steht, ist bei mir auch kurz. Also von daher. Ja, da bin ich ganz alleine. Welche, also so deine Top 3 Blogs oder Ressourcen für mehr Berge? Also Webseiten, Magazine oder? Ja, ist mir wahrscheinlich nicht so ganz einfach. Also ich mag tatsächlich
zwei Frauen ganz gerne, was ja auch ein bisschen unterrepräsentiert ist meistens bei vielen Themen, nämlich die Erika von Uli Gundet und Fräulein Draußen, weil die halt einfach die Geschichten, die die schreiben, sind halt einfach mal ganz geil. Also die können halt einfach geil schreiben, also interessant und macht Spaß zu lesen. Und bei der Fräulein Draußen, die hat auch einfach einen geilen Humor, muss man sagen. Also ich hatte die Gelegenheit, sie auch zu treffen und das ist halt einfach mega cool so. Also das mag ich halt echt zu lesen. Die ist zwar jetzt auch schon echt groß geworden und macht auch viele Sachen, die halt jetzt sozusagen ja auch ja, bisschen finanziert sind von irgendwelchen Tourismusverbänden und so und Kooperationen. Da muss man halt vielleicht manchmal darüber überlegen und ihr gelingt es noch einigermaßen gut so, die halt auch eigentlich ganz gut abzudecken, aber die Dinge, die sie eigentlich so vorher so selbst gemacht hat und wenn sie dann mal so reflektiert über irgendwelche Sachen schreibt, finde ich einfach mega geil. Also das mag ich schon so, das zu lesen, weil es einfach schön geschrieben ist und also so klassische Blogs mit vielen Testberichten und sowas. Also das ist halt für mich so eine Quelle, da schaue ich rein, wenn ich halt irgendwas suche und dann lese ich mir vielleicht auch so einen Testbericht durch. Aber wenn ich jetzt halt irgendwie so einen Blog habe, der halt irgendwie 80% irgendwie eine Produktvorstellung hat, also das ist jetzt kein Blog, dem ich jetzt irgendwie auf Dauer folgen würde, sondern das sind halt irgendwie schon so die anderen Nummern. Und ja, Nummer drei, keine Ahnung, wo schaue ich mich noch? Nö, muss Also, jetzt nichts, wenn dir nichts einfällt, spontan. Erika war ja auch schon hier im Podcast, das werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Das war, ich glaube, eines der längsten Interviews, die ich jemals hatte. 2,5 Stunden oder sowas, aber auch sehr, sehr spannend. Und wie du schon sagst, also eigentlich sind die Damen fast noch unterrepräsentiert, zu Unrecht. genau. Jetzt noch mal ganz kurz, was empfiehlst du gegen Bergweh? Also, wenn man jetzt halt sozusagen so wie ich jetzt in dem Fall tatsächlich nicht die Möglichkeit hat, da jedes Wochenende irgendwie aktiv zu werden und richtig was mit Bergen zu machen, also klar, ich kann jeden Tag in die Harburger Berge fahren und da halt Mountainbiken gehen oder irgendwie wandern gehen oder Trailrun machen und so, da bin ich auch ein bisschen draußen. Aber für so richtiges Bergweh, da hilft mir vor allem halt einfach Plan. Also, ich brauche halt ein paar Ideen so übers Jahr, weil ich denke, was ich halt machen kann, damit ich mich dann halt damit auseinandersetzen kann, dass ich halt ein bisschen was im Netz recherchieren kann, ein bisschen Blogs lesen kann, Erfahrungsberichte und so. Das hilft schon mal so ein bisschen, alleine sich mit was auseinanderzusetzen. Ist übrigens auch so ein Punkt, warum ich jetzt zum Beispiel mehr Splitboard-Touren gehe, als dass ich das früher gemacht habe, weil ich beim Splitboard-Touren gehen im Vergleich zum klassischen Snowboarden, das, was man ja sozusagen eher im Skigebiet macht, mich einfach viel, viel intensiver damit beschäftige und das halt auch viel mehr, also dieses Bergweh auch stillt. Weil bei einem normalen Snowboard-Urlaub, da kann mich 3 Stunden vorher jemand anrufen, dass wir jetzt losfahren. Dann packe ich in 2 Stunden meine Taschen und sitze noch eine Stunde gelangweilt rum, weil ich halt weiß, was halt alles da reingehört und dann ist halt alles dabei. Dann bin ich halt in einem Skigebiet, in dem alles ausgeschrieben ist und dann kann ich danach wieder nach Hause fahren und 2 Wochen später weiß ich gar nicht mehr, was ich da eigentlich diese Woche gemacht habe, da in irgendeinem Skigebiet. Weil das halt einfach so immer das Gleiche ist und sehr, also man beschäftigt sich nicht damit so. Beim Splitboard-Touren gehen beispielsweise, wenn ich da weiß, dass da irgendwas ansteht, dann lese ich jeden Tag den Lawinenlagebericht aus dieser Region. Dann lese ich mir diese Tourenbeschreibung durch. Dann schaue ich mir diese Berge an. Dann überlege ich mir diese Tour. Was gibt es für Alternativrouten? Was ist, wenn was kaputt geht? Also ich beschäftige mich schon lange vorher mit dieser Tour. Dann ist man auf der Tour, da muss man auch tausende Entscheidungen treffen. Geht man jetzt diese Strecke, geht man sie nicht? Geht man sie rechts lang, geht man sie links lang? Und es müssen einfach so viele Entscheidungen gefällt werden, dass ich dann halt zurückkomme und auch Jahre später noch mich an Situationen erinnern kann, die halt während dieser Tour gewesen sind. Und deswegen, also sozusagen dieses Plan oder sich Sachen überlegen, wo man halt auch einfach ein bisschen so abseits der klassischen Wege geht, so wo man sich auch ein bisschen selbst mit auseinandersetzen muss und nicht einfach nur in eine Region geht, wo ein total super beschriebener Wanderweg langläuft, so, sondern einfach mal sich ein bisschen selbst Gedanken macht. Das hilft schon sehr gegen dieses Bergweh. Und ja, halt ansonsten logischerweise rausgehen. Ne? Also Also im Prinzip die Vorfreude auf das, was kommt. die Vorfreude, genau. Also man muss sich halt irgendwas suchen, damit man auch wirklich eine Vorfreude hat. So. Also wie gesagt, ein Skigebietsurlaub, da klar freue ich mich auch in gewisser Art und Weise drauf, aber damit beschäftigen. Das ist Es dann ist halt was anderes, genau. anderes, ja. Wen würdest du gerne mal hier im Podcast als Gast hören? Oder sehen jetzt auch?
Okay, also da begebe ich mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen auf Glatteis. Das werden wir aber ist mir, also das werden wir dann sehen, was da rauskommt. Aber wäre ich echt gespannt wäre, weil da bin ich selbst gerade ziemlich am drüber nachdenken, was ich davon halten soll, ist, wenn du die German Roamers oder einen von den German Roamers da reinkriegst. Also sind ja die super gehypten Instagrammer, die teilweise Hunderttausende oder sogar über Millionen einzelne, also Follower haben, so eine Art Kollektiv aus, ich glaube, 13 Leuten sind das oder 15 Leute, ich weiß nicht. Ja. Und die einfach echt super geile Fotografen sind und die auch mit einem super Spirit angefangen haben, was sie da tun. Also wirklich einfach, also die Idee ist ja halt eben auch Deutschland auf die Landkarte dieser Outdoor-Welt zu bringen und halt einfach vor die Haustür zu gehen. Ich glaube auch, das sind auch einige aus Sachsen, die da dabei sind. Dann halt ins Elbsandsteingebirge zu gehen, die Nacht da zu verbringen, um dann halt morgens den geilen Fotoshot zu machen und so. Also die haben halt echt geil angefangen und sind zu Recht auch in einer gewissen Art und Weise da, wo sie sind. Aber mittlerweile habe ich echt so ein kleines Problem mit den Jungs, weil also diese Nähe zur Natur, die sie halt eben mal so ausgemacht hat und dieses halt irgendwie diese Basic-Sache, also die sind halt. Das geht ihnen, glaube ich, echt verloren so. Also die sind halt dadurch, dass sie so groß sind, sind die einfach eigentlich fast permanent nur daran, irgendwelche Touren zu machen, die ihnen irgendeine Firma finanziert hat und die ihnen dann nochmal 10.000 Euro in die Tasche stecken, damit sie nochmal ein Foto machen, wie dann halt, wie da der Mercedes-Jeep irgendwie noch im Bild steht oder irgendwelche anderen Sachen passieren. Und das sei ihnen ja auch alles gegönnt, sie sollen ja damit auch gerne Geld verdienen und sollen dann irgendwas machen. Aber also ich würde dir einfach bitten, dass diese Menschen, die halt irgendwie mit sowas auch groß geworden sind, mit dieser Natur, dass die sich halt einfach auch engagieren und dass dann halt, wenn da irgendwas scheiße läuft, dass sie halt eben auch mal den Mund aufmachen und halt auch einfach mal sagen, hier, passt auf, das ist nicht das, wie wir uns die Welt vorstellen und unsere Bilder gibt es nur, weil es, keine Ahnung, weil es Klimaschutz gibt, weil es irgendwelche, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Alpenplan oder irgendwelche anderen Sachen, weil es diese Dinge gibt, deswegen können wir in diese Natur rausgehen. So. Aber von den Jungs höre ich nichts. Also ich sehe keine Bilder, keine Aufrufe, wo mal gesagt wird, diese Entwicklung ist scheiße. Nehmen wir jetzt gerade aktuelle Entwicklungen, Bundesregierung oder Sondierungsgespräche sagen, Klimaziel 2020 wird nicht eingehalten. Warum kommen solche Leute wie die halt echt eine mega Reichweite haben, nicht um die Ecke und sagen, das, was da gerade passiert politisch, ist Mist für unsere Welt? Und deswegen, also wenn du die mal kriegst und halt eben solche Fragen stellen kannst und sagst, okay, wie sieht das eigentlich aus? Warum, was macht ihr da und warum macht ihr das? Und also ich weiß nicht, was sie antworten. Vielleicht sagen sie ja, dass sie viel machen, aber ich sehe nichts davon. Und das finde ich jetzt echt mal interessant, was solche Leute zu so einer Sache sagen. Habe ich mal aufgeschrieben. Zu guter Letzt noch, wenn die Leute von dir mehr lesen wollen, klar, ich werde alles verlinken, aber sag es vielleicht auch nochmal, wenn jemand mit dir in Kontakt treten will, um zum Beispiel mit dir so ein Freeride zu machen, wie könnte dich erreichen? Also ich glaube, das Einfachste ist tatsächlich, also ich glaube, wenn man es googelt oder wenn die Links dann auch dabei sind, da gibt es eigentlich über jeden Weg die Möglichkeit. Also wer bei Instagram ist, kann mir eine Direktnachricht schicken. Also klar, dauert es manchmal ein paar Tage, bis man die halt findet, weil wenn man es sich nicht gegenseitig folgt, checkt man es nicht sofort, aber dann würde ich da direkt antworten. Es gibt eine Facebook-Seite, da kann man einfach mich kontaktieren. Auf der Webseite auf stanberg.de ist, glaube ich, auch irgendwo der Kontakt genannt mit einer E-Mail-Adresse, da kann man mich anschreiben. Und also gibt eigentlich für jeden, der halt irgendwie irgendwo im Netz unterwegs wird, es gibt Wege, das zu tun. Bei dieser Freeride-Tour, da gibt es ja also habe ich eine eigene Domain, also freeride-europe.de, die man anklicken kann und da wird schon auch ein bisschen was stehen und da will ich halt auch sozusagen den kompletten Plan mal reinschreiben, jetzt die nächsten Tage, wann ich wo sein will und wie die Tour aussieht, damit man sich halt einfach auch mal das anschauen kann und sagen kann, okay, das passt, würde mir in den Zeitplan passen und dann schreibt man mir, also ich werde wahrscheinlich eine E-Mail-Adresse dahin schreiben, schreibt man mir eine Mail und wenn es halt irgendwie passt, also halt kein Platz im Bus ist oder in diesem Camper ist, oder halt es eben zeitlich irgendwie passt, ist für mich alles fein so. Also ich bin offen für jeden und alles. Und ich glaube, dass ich auch ja, also bin ich jetzt einfach auch mal sehr positiv eingestellt, sich auch nur Leute melden, die halt einfach auf sowas Bock haben, jetzt halt keine Vollidioten sind. Also ich bin da einfach offen und freue mich da halt einfach Leute kennenzulernen. Also einfach gerne machen und melden. Und ansonsten, wenn halt irgendwie jemand also
Es gibt ja auch vielleicht irgendwelche Norddeutschen, wenn da halt jemand irgendwie hier in Hamburg oder in der Ecke ist und halt auch mal was mit mir zusammen machen will, einfach melden. Oder wenn er in der Stadt ist, kann man sich auch bei mir melden und man trifft sich mal auf ein Bier und kann mal über sich so ein paar Abenteuer austauschen. So. Genau. Oder wenn man halt eben, vielleicht gibt es auch Leute, die halt nach Hamburg ziehen müssen, weil sie halt, keine Ahnung, hier anfangen zu studieren oder halt einen Job anfangen oder sowas. Wenn sie halt irgendwie von mir ein paar Tipps haben wollen, was man hier machen kann. Also hier gibt es, wir haben, glaube ich, die fünftgrößte DAV-Sektion, da kann man sich engagieren. Wir haben einen Snowboard-Verein, der ziemlich groß ist. Wir haben, glaube ich, ziemlich große Skivereine und Skimöglichkeiten, die man machen kann. Es gibt 1000 Kletterhallen. Also man kann auch in Hamburg sozusagen so diese Bergsportgeschichte leben. Und wenn da jemand Tipps oder Ideen haben will, einfach schreiben. Also ich bin noch nicht so busy, dass ich da jetzt sozusagen solche Sachen nicht antworten kann. Wunderbar, dann danke ich dir. Wünsche dir richtig viel und coole Erlebnisse auf deiner Freeride-Tour. Werde ich verfolgen. Und ja, ich denke mal, im Sommer spätestens sehen wir uns auch auf der Outdoor in Friedrichshafen wahrscheinlich wieder, richtig? Genau. Perfekt. Ah ja, genau, das können wir dort machen. Da kenne ich sogar einen Platz. Also dann, ich danke dir, Björn, und bis bald. Ciao, ciao. Danke, ciao. Das war es schon wieder mit dieser Episode des Vitamin Berge Podcast. Schön, dass du dabei warst, und die Shownotes und weitere Informationen findest du unter vitaminberge.de/podcast. Ich freue mich, wenn du den Podcast auf Facebook, Twitter und Co. teilst, und wünsche dir sonnige Grüße und bis bald. Ciao, ciao.